Was geht ab, meine Z-Fighter? Ozer hier mit einem weiteren Video zu Dragon Ball Z Dokkan Battle. Ihr habt es wahrscheinlich schon gesehen, und zwar ist in den News seit gestern, ja, neue Neuigkeiten, nämlich ein neues Story-Event wird kommen zu Vegeta, zu dem My Bulma Vegeta. Das ist der Vegeta, der gegen Beerus gekämpft hat, als Beerus etwas getan hat, was er nicht tun sollte. Damit kann man sich streiten, aber er sollte es einfach nicht tun. Anyways, er hat es getan und Vegeta ist quasi instant ausgetickt. Das ist der Vegeta, falls ihr euch fragt, was das Ganze damit auf sich hat. Quasi das vom Arc von Beerus. Wir wissen nicht viel dazu. Was wir wissen ist, die Ingame-Ankündigung ist da. Wann wird die Story kommen, das wissen wir schon. Nämlich am 19.01. 7:30 Uhr morgens unserer Zeit. Woher wissen wir das? Zum einen von den Data-Minern, die haben das auf Twitter retweetet. Und zum anderen von hier, von DBZ Space. Das hier ist der Zeitraum, wann diese Neuigkeit hier zu Ende geht, wann sie offline geht, und danach kommt dann logischerweise immer das Event. Und wenn wir das auf unsere Zeit transferieren quasi, ist das der 19.01., also Freitag, 7:30 Uhr morgens unserer Zeit. Cool. Also, vor allem, Leute, respektiert mal dieses Artwork. Wie geil sieht denn das aus? Was wir auch noch wissen ist, dass wir quasi ein SRL Guilty Vegeta, dass er farmbar sein wird. Das ist der, ich sag mal, Wannabe Masked Saiyan Vegeta oder Sharingan Vegeta. Ich weiß warum, das sieht aus wie Sasuke quasi, diese Pose. Aber das ist ja auch die Pose vom Anime, als so quasi kurz vorm Austicken ist. Er bekommt seine Passive Key plus 2 und Attack und Death plus 40%, wenn er gegen einen Gegner kämpft. Aim for Dokkan Awakening. Also er wird noch ein Dokkan Awakening bekommen durch sein Story Event höchstwahrscheinlich. Eigentlich sollte das dann sein Dokkan Awakening sein. Heißt, dieser hier sollte zu dem werden. Könnte aber auch anders kommen. Warum, komme ich gleich drauf zu sprechen. Und er ist Mixed Feelings Vegeta. Also der Name ist auch geil, ne? Gemischte Gefühle. Wie sich das Ganze dann nach dem Dokkan Awakening ändern wird, schwer einzuschätzen. Ich könnte mir vorstellen, Attack und Death plus 60%. Ich glaube, dieses One Enemy bleibt, weil es quasi nur gegen Beerus war. Könnte aber auch sein 2 oder weniger. Und Key plus 2 könnte eventuell zu Key plus 3 werden. Attack und F 6%. Wäre schon solide, aber noch geiler wäre. Aber das wäre zu gut für ein Free-to-Play-Unit. Würde ich mal vorsichtig sagen, wenn er Attack und F plus 80% kommt. Das wäre eigentlich schon zu gut, denn ich meine, dann wäre er ein wirklich solider Charakter. Anyways. Warum sage ich, dass es. Eigentlich sollte, wie gesagt, das sein Dokkan Awakening sein, aber warum könnte es anders kommen? Denn normalerweise kommen zu so Story-Events noch Filler-Banner dazu. Könnte es nicht immer, das ist nicht immer der Fall, ich muss hier ein bisschen vorsichtig ausdrücken, kann auch sein, dass ich mich wiederhole, weil es nicht immer der Fall war, aber seit neuestem ist es oft der Fall, dass zu neuen Story-Events, zumal das hier jetzt bis dato Global Exclusive ist. In JP kam die News nicht rein, in JP gab es dieses Event nicht, das ist Global Exclusive und ich finde das gut, dass Global weiteren exklusiven Content bekommt, soll nicht heißen, dass es früher oder später in JP auch kommt, aber somit bekommen wir auch mehr Content, weil wir diese Lücke haben, dass JP uns voraus ist und ja, somit schließt sich das Content vorsichtig ausgedrückt ein bisschen, weil wir halt mehr dazu bekommen in der Zeit, die wir überbrücken müssen, sag ich mal. Aber, wegen den Filler-Bannern. Eigentlich kommen immer Filler-Banner dazu. Wir haben das momentan zum Beispiel, dass Universum 6 Story online ist und mit Universum 6 Kale und Kalifla Banner online gekommen ist. Wobei das sich schon wiederholt hat. Also als das Universum 6 Banner, damals online kam, kam auch ein Banner mit Hit und so weiter und so fort. Mit Jumper. Also da kommen immer Banner eigentlich hinzu. Ich denke, wir gucken uns mal kurz das hier an. Denn das wird dann quasi heißen, dass es in Super Saiyan 2 farmbaren Vegeta geben wird. Und dies wiederum heißt, diese Vegeta hier haben farmbare Essay. Nur kurze Information. Der hier ist wirklich sehr solide, kann man auf jeden Fall spielen. Der hier auch, aber unter den beiden ist der hier besser. Und das ist der aus dem Barbershop, ohne Awakening bis dato. Aber wenn wir das Ganze vergleichen mit diesem Event hier. Das Event werden wahrscheinlich viele kennen, viele nicht. Das war auch ein Global Exclusive Story Event. Ein Special-Event, diejenigen, die sich so erinnern können. Und zwar war das ein Otherworld. Die Charaktere aus anderen Welt, also die in der Hölle waren, Paradies quasi. Das war das Story-Event zu ihnen. Es war eine Stage. Das war kein Story-Event. In dem Fall steht hier auch dann Special. Denn Story-Events kommen mit ein bisschen mehreren Stages. Da kann man auch Stones sich holen.
Ist auch nicht schlecht. Und diese Special Events sind quasi ein, zwei Stages, ähnlich aufgebaut, wo du etwas farmen kannst, nur wirklich, sei es ein Item, Medaillen und so weiter und so fort. Aber das war auch Global Exclusive und bis dato kam es nicht in JP, deswegen der Vergleich. Und weil auch der hier, das Event hier, mit einem Banner kam. Aber gucken wir uns das Ganze an, worauf ich hinaus will. Darauf will ich hinaus. Denn da kam auch ein SR Goku, wie hier, wie wir es hier haben mit dem SR Agility Vegeta. Machen wir das mal ganz so, zack, weg. Dann können wir hin und her switchen. Und dieser SR Goku hat dann ein Awakening bekommen durch die Story-Event-Medaillen. Das ist immer so, wenn es Charakter im Story-Event ist, farmbarer Free-to-Play-Charakter, dann wird er auch durch die Medaille des Story-Events erweckbar sein. Das war bei dem Goku der Fall, er wurde zum SR, zum SR, zum SSR, zum Super Saiyan Angel Goku. Okay, da sehen wir schon. High Chance of Ki plus seine Attack plus 80%. Und hier hat er es. Okay, ja, mit Pets nicht, aber die waren ein bisschen schlechter quasi dann, logischerweise. Aber kann es dann wirklich heißen, dass die wirklich einen ähnlichen Strang nehmen, dass es ähnlich aufgebaut wird und dass dann quasi andere Charaktere, das sind die zwei Charaktere aus Bannern, ein Awakening bekommen werden durch die Event-Medaillen von dem neuen Story-Event. Das ist nicht unüblich, Freunde, das ist nicht unüblich. Denn wie gesagt, das Event hier kam mit einem Banner. Das war dieser Banner, die meisten sich erinnern. Diese zwei Charaktere hat man ziehen können. Die er natürlich auch, die waren exklusiv quasi, aber die hatten Dokkan Awakening, darauf bin ich hinaus. Und die Charaktere sind nicht zu unterschätzen, sind wirklich sehr, sehr gut. Schauen wir uns. Also ich hoffe, ihr versteht, worauf ich hinaus will, denn es ist eine schwierige Schiene. Denn so Story-Events kommen nicht immer mit Banner, mit Story, mit Filler-Bannern. Deswegen wollte ich das hier vergleichen mit dem hier auf jeden Fall, dass es Global Exclusive war, dass es auch so ein Asset-Charakter gab. Es ein Awakening widerfahren hat, auch wenn das wirklich in den meisten Story-Events der Fall ist, dass ein SR-Charakter kommt oder ein Charakter an sich, den man awaken kann. Nur finde ich das hier ein bisschen komisch, weil das wird ja schon ein bisschen groß an die Glocke gehängt. Aim for Dokkan Awakening. Und schwierig. Aber Universum 6, wie gesagt, Story-Event ist momentan online mit dem Banner hier. Dieser Banner hier kommt zum zweiten Mal. Also als der Banner vom, beziehungsweise das Event von Universum 6, kann ich mal kurz aufpappen, online war, damals online war, kam er noch mit einem anderen Banner. Als er zum ersten Mal online war, kam er mit einem Hit-Banner und Champa, falls diejenigen, die sich daran erinnern können. Das ist das hier. Das ist auch ein Story-Event und er kam auch mit einem Banner. Darauf will ich hinaus. Seht ihr? Auch gibt es auch einen Charakter von einem Banner, den man awaken kann und auch einen Charakter aus der Stage, den man farmen kann, den man awaken kann. Das ist so der Aufbau, das ist der momentan gängigste Aufbau von neuen Story-Events, die kommen. Sie kommen mit einem Farmer Free-to-Play-Charakter und mit einem Banner. Beispielsweise bei Broly war genauso. Deswegen, Leute, ich würde mich gerne interessieren, was ihr davon haltet. Was ihr davon haltet von dem Vegeta an sich. Ich finde ihn sehr cool. Mixed Feelings Vegeta. Wenn das ein Awakening ist, eigentlich sollte das der Fall sein. Sehr cool. Oder würde es eventuell auch ein Charakter sein aus dem Banner? Denkt ihr, dass ein Filler-Banner kommt? Wie das in den meisten Szenarien der Fall war. Könnt mich gerne in den Kommentaren wissen lassen. Ansonsten wünsche ich auf jeden Fall schöne Tage. Wir sehen uns das nächste Mal. Haut rein. Peace.